Trainspotten ist für viele Eisenbahnfans ein Muss und erfreut sich einer immer größer werdenden Beliebtheit. Und zu angekündigten Sonderfahrten kann man sie dann beobachten. Die unzähligen Fotografen und Fans an Bahnhöfen oder aber auch auf freier Strecke. Tja, und auch ich bin dann schon manchmal mit dabei. Und damit erstmal willkommen, liebe Freunde aus nah und fern, zu Freitalk und zu meinem ersten Thema Trainspotten aus aktuellem Anlass. Am 10. Juni diesen Jahres sollte auch eine besondere Sonderfahrt sein. Mit einem Highlight, oder besser gesagt dem Highlight. Zum Einsatz sollte die Schnellzuglok 011104 kommen. Nach 48 Jahren des Stillstands steht sie wieder unter Dampf und natürlich standesgemäß vor einem Schnellzug. Organisiert wurde diese Rundfahrt von der Arbeitsgemeinschaft Nostalgiezugreisen GmbH. Soweit, so gut. Am Bahnhof Mönchengladbach waren bereits unzählige Fotografen, um ihre Lok, die 011104, auf den Schöpp zu bannen. Aber auch an der Strecke warteten Tausende, um das eine besondere Foto mit dieser Lok zu schießen. Und das ist für mich auch als Eisenbahnliebhaber heute das Nachdenkthema. Wie verhalte ich mich eigentlich als Trainspotter an Bahnstrecken? Leider musste diese Sonderfahrt zum Leidwesen der Fahrgäste aus Sicherheitsgründen nach einigen Streckensperrungen wegen Personen im Gleis abgebrochen werden. Personen im Gleis? Geht's noch? Was haben Fotografen am oder im Gleis zu suchen? Diese Frage sollten sich jeder dieser sogenannten Eisenbahnliebhaber mal persönlich stellen. Kommentar von Nostalgiezugreisen dazu. Wir sind einfach nur enttäuscht. Uns fehlen die Worte. Mir eigentlich und jedem Eisenbahnliebhaber auch. Aufgrund zahlreicher Personen, die sich auf unserer Fahrtstrecke, insbesondere auf dem Abschnitt Kohlscheider Rampe, an und in den Gleisen aufgehalten haben, und damit verbundenen langen Streckensperrungen mussten wir die Sonderfahrt in Herzogenrath abbrechen. Und da fehlen einem wirklich die Worte. Was sind das nur für zweifelhafte Gestalten, die wegen dem besonderen Schnappschuss erstens sich selbst in Gefahr und zweitens so eine Sonderfahrt zum Abbruch zwingen? Es ist eine Ignoranz und Nichtachtung der fleißigen Arbeit derer, die diese Fahrt möglich gemacht haben. Mit zwei Meinungen von Usern auf Facebook, mit denen ich voll übereinstimme, möchte ich diejenigen zum Nachdenken bringen, die sich nicht so an Bahnstrecken verhalten, wie man es von einem gebildeten Menschen eigentlich erwarten kann. Tobias Hartmann meint zu diesem Thema: Bei allem Respekt für alle, die Sehnsucht nach Bildern mit dieser Lok haben. Kein Foto dieser Welt ist irgendeine Gefahr, Gesundheit oder gar Menschenleben wert. Einfach nur traurig, wie manche Menschen sich benehmen. Oder stellt man sich für ein Porsche-Bild auch auf die Autobahn? Dem Team und vor allem der Lok alles Gute und allzeit gute Fahrt. Ja, und der zweite Kommentar dazu von Alrik Sturmfels. Unfall hin oder her, die Schäden, die sie anrichten, sind einfach unfassbar. Was meint ihr, was eine Stunde Sperrung Hauptstrecke für ein volkswirtschaftlicher Schaden ist? Vom Polizeieinsatz und dem Imageschaden für die Museumsbahner ganz abgesehen. Meine persönliche Bitte an alle Trainspotter und Hobbyfotografen. Verhaltet euch verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll. Haltet genügend Abstand, vor allen Dingen zum Gleis. Denn kein Foto der Welt ist es wert, wenn man sich oder andere in Gefahr bringt. Und eine Sonderfahrt, die bis zum Ende durchgeführt wird, ist eigentlich der schönste Dank an diejenigen, die wochenlang dafür gearbeitet haben. Das ist meine Meinung dazu. So, und jetzt, liebe Freunde, mein zweites Thema in Freitalk
etwas freundlicher und netter als das eben angesprochene. Hat aber auch was mit Nostalgie zu tun. Also, was ein Trabi ist, weiß wohl jeder mittlerweile. Aber ein Schienentrabi, na? Okay, schauen Sie mal. Also der Name Schienentrabi ist ein Begriff aus der Nachwendezeit, weil der Name Gleiskraftrad Typ 1, wie sie zu deutschen Reichsbahnzeiten hießen, sich keiner merken kann. Und deswegen bezeichnet man ihn heute werbewirksam als Schienentrabi. Hängt damit zusammen, dass der Antriebsstrang, also sprich Motor und Getriebe vom Trabant 500 sind, was damals verwendet worden ist, weil in der Zeit, wo die Fahrzeuge konstruiert worden sind, war das das Modernste, was auf dem Markt war an Antriebstechnik. Heute ist es antiquiert, aber ja, wir kommen auch weiterhin damit zurecht und die Dinger fahren zuverlässig. Also im Grunde genommen sind damit die Vermessungsingenieure, Gleisbauarbeiter oder was ich zur Arbeit gefahren? Ja, diese Fahrzeuge sind als Inspektionsfahrzeuge für Bahnmeistereien bzw. Oberbaukontrolleure entwickelt worden, um damit Strecken abzufahren und zu kontrollieren, beziehungsweise eben auch Bahnmeistereien zu überwachen. Und später wurden dann auch Bahnmeistereien damit ausgerüstet, um kleine Reparaturarbeiten an der Strecke zu erledigen. Ja, und warum hat man denn eigentlich diese Fahrzeuge damals nie so fahren sehen? Ja, wenn die Fahrzeuge waren immer dann auf der Strecke, wenn die Leute nicht mit dem Zug unterwegs waren. Also wenn kein Zug gefahren ist, ist der gefahren. So, und wenn kein Zug gefahren ist, ist ja keiner auf dem Bahnhof gewesen. So. Und das nächste ist, diese Fahrzeuge sind ja schon relativ zeitig wieder bei der Deutschen Reichsbahn ausgemustert worden. Also spätestens Anfang der 80er Jahre waren die Fahrzeuge aus dem Rennen. Und ja, wenn wir das jetzt mal zurückrechnen, das sind jetzt über 40 Jahre. Und ja, ältere Leute kennen sie vielleicht noch, aber jüngere Leute haben gar keine Chance gehabt, diese kennenzulernen. Wo kann man denn eigentlich diesen Schienentrabi außer hier in Schwarzenberg noch live erleben? Ja, wir haben als Verein Sächsische Eisenbahnfreunde ein Domizil auf der Muldentalbahn, ausgehend vom Bahnhof Rochlitz. Und dort machen wir im Sommer regelmäßig Touristenmissfahrten mit den Anhängern hier und haben insgesamt 3 Stück dort laufen. Und machen also zwischen Rochlitz und Dürner Brücke, das ist unsere Hauptstrecke, im Prinzip alle 14 Tage Touristenmissfahrten. Es gibt die Internetseite Schienentrabi. Und dort ist eigentlich alles über diese Fahrzeuge ersichtlich. Die Geschichte der Fahrzeuge, die heutigen Einsätze der Fahrzeuge, bis hin zu den entsprechenden Terminen und auch Kontaktformular, wo man dann praktisch seine Mitfahrt buchen kann. Kann ich denn mit diesem Gefährt auch auf Gleisen der DB fahren? Nee, diese Fahrzeuge entsprechen nicht mehr den heutigen modernen Vorschriften, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn. Also wir haben weder Indusi noch Funk drauf und deswegen durften wir heute bei der Deutschen Bahn auf der Strecke nicht mehr unterwegs sein. Die Muldentalbahn ist ja eine Eisenbahn, wo schon seit über 20 Jahren kein regulärer Personenverkehr mehr ist. Und mit dem Schienentrabi haben wir dazu beigetragen, dass die Strecke erhalten geblieben ist. So, das war's dann für heute. Ein klitzeklein längerer Freitalk zum Wochenende für Sie. Aber ich denke, das Thema Trainspotten war es wert. Genießen Sie das schöne Sommerwetter und machen Sie was draus. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf gleicher Welle und Kanal, Ihr Frank Buttig. Tschüss.